Hallo und willkommen zurück zu Parkway 5. Ja, wir machen hier ungefähr weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir standen ja letzte Folge hier irgendwo im Gemüse hier drinnen und ja, jetzt stehen wir hier. Aber es ist egal, wir sind ja trotzdem ganz in der Nähe. Fein, schön, sammle dich mit dem Widerstand. Das ist schön, schön, wenn die ja schon alle sterben. Toll. Hey, jetzt ist ja schon der erste tot. Mir geht's gut. Danke. Danke, der Beauty. Ein verdammter Albtraum auf Rädern ist direkt durch uns durchgerast. Überprüf den anderen Kontrollpunkt, die Straße runter. Schnell! Schnell! Schnell wie ein Wiesel. Alter, die fahren wieder wie ein paar Henker, oder? Und hier müssen wir. Was müssen wir denn überhaupt machen? Wo sind wir denn? Ach nee, wir müssen da lang. Ich muss mich halt auch immer noch mal entschuldigen, wenn ich halt immer mal gewisse Videos irgendwie an gewissen Stellen stumm schalten muss oder ein anderes Lied drüber legen muss, aber weil hier jedes Mal Musik kommt, die von YouTube dann geblockt wird. Und dann habe ich jedes Mal Einschränkungen bei den Videos und ja, deswegen wollte ich mich noch mal entschuldigen. Es ist halt nicht bei jedem Video, ist es halt... Ja, ich verstehe das halt auch nicht, gell? Man stellt die Musik aus, ne, und trotzdem ist immer wieder die Musik an. Das ist halt immer sehr mysteriös, aber was soll man da machen? Scheiße, Scheiße! Es geht ab, er kommt! Oh Gott! Bereit machen! Wir müssen verdammt nochmal abhauen! Nur Mut, wir schaffen das! Was auch passiert, lass dieses Ding nicht durch! Ich wünschte, wir könnten John jeden Knochen einzeln brechen. Wir können es nicht aufhalten! Was sollen wir tun? Ah, scheiße, das dumme Scheißding geht ja über hoch. Verdammte Kacke. Kann ich mich nicht heilen? Oh, ich hab dich zum Heilen dabei. Lol, was ist das? Kann ich mich ans Leben klammern? Kann ich das tun? Kann mich jemand hier... Könnte es mir bitte jemand machen? Na komm, ist okay. Okay, danke. Boah, Alter, was sind das für Autos, ey, die lenken, ne? Warte mal, hat der ja vielleicht irgendwie schöne Waffen? Boah, ich kann doch nicht in den Hubschrauber schreien, da bin ich schon viel zu blöd dafür. Kommst du mit? Hier! Na komm, steig ein, du Trottel! Ah, dann leck mich am Arsch, Mann. Das war ein Vogel. Soll ich denen so instant zerstören, gell? Danke. Boah, Alter, dieses Teil lenkt. Nein, oh, du doch. Oh mein Gott, was ist los mit euch? Warte mal, der hat eine Panzerfaust. Oh nein, das sind doch meine Leute!
Oh mein Gott, scheiße, das sind meine Leute. Verdammt, das sind ja meine Leute, scheiße. Oh mein Gott, jetzt habe ich meine eigenen Leute getötet. Und der Typ mit der Panzerfaust ist weg. Ach du Scheiße, Mann. Scheiße, ich habe wirklich gerade meine eigenen Leute getötet. Wie cool ist das denn? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie soll ich denn den jetzt? Ich greife das Ziel jetzt an! Ja, ja, mach doch, was du möchtest. Pass auf, da unten. Oh fuck, bist du doof? Ich komme von oben. Oh Mann, wie soll ich denn diesen Scheiß? Wow. Frage ist jetzt, wie soll ich den aufhalten, gell? Boah, da lenkt doch mal. Alter, die haben ja eine steife Lenkung, die Autos. Ach, Mensch. Wie willst denn du den? Ey, das ist doch schlimm. Okay, Notiz für mich, wir brauchen eine Panzerfaust. Okay, dann müssen wir das jetzt anders versuchen. Wir müssen den immer noch zerstören. Wir müssen gucken, ob wir hier irgendwie eine Panzerfaust oder irgendwas kriegen. Ja, ja, Pistolenmunition, alles gut. Wir haben... Ich hoffe... Ja, Mensch. Waffen? Wir brauchen definitiv eine Panzerfaust.
Wir brauchen definitiv eine Panzerfaust, sonst kommen wir hier nicht weiter. Hallo Kollege. Hallo Kollegin. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Wir brauchen... Ja, Panzerfaust. Wie viel? 3 Schuss haben wir, prima. Da kommen wir leider nicht, weil so... Vielleicht haben wir Glück, der kommt uns irgendwie entgegen. Das ist Annäherungssprengstoff. Fernzünder. Das brauchen wir. Okay, jetzt kommen wir eigentlich bloß in der Hoffnung sein, dass er genau hier lang kommt. Und nicht irgendwie abbiegt. Ach Mensch, Scheiße, wieso? Ach Mensch, Köter. Oh nein, das ist doch nicht dein Ernst, dass du jetzt wirklich da lang machst. Oh Mann, du dumme Sau. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, wirklich, dass er jetzt dort lang macht, ne? Oh mein Gott, ey. Schön, und wieder kein Auto in der Nähe. Sehr schön, gefällt mir. Wieder kein Auto in der Nähe, was wir gebrauchen könnten. Oh Mann, das wird so super, ey. Ich habe eigentlich gerade schon keine Lust mehr auf diese Kackmission. Ja, ist ja in Ordnung, ey, wirklich. Das Game haben die wirklich so komplett übertrieben, ey. Die kommen ja aus allen Ecken und Kanten. Du schießt 12 Leute um und stehen 19 Leute hinter dir. Ach, das Ding ist zersprengt, okay, gut. Sehr gut. Da kuschelt erstmal ein Bär mit einem Stier, ist auch schön. Dieser Bulle ist echt sauer! Der ist wirklich sauer. Wie soll ich den Trottel jetzt die ganze Zeit in der Herren, Mann, man kriegt ja auch kein Auto. Ich hasse das schon wieder. Ich habe damals schon gesagt, eigentlich Far Cry 2 fand ich am beschissensten. Aber ich muss sagen, das ist genauso. Das ist genauso nervig, das Game, wirklich. Das ist... Vielleicht fast sogar noch eine Ecke nervischer. Ich meine, oh, hier hinten haben wir mal ein Auto. Wow. Jetzt haben wir ein Auto gefunden und ich wette, immer dort sind, gell, der schießt 3 Mal auf uns, wir sind tot. Das ist, ich verstehe das nicht wirklich. Ich habe Musik ausgestellt. Warum läuft immer wieder Musik? Wer hat denn auf einmal das Zeug hier hergestellt? Das Gegner Verstärkung rufen? Was ist denn für eine Verstärkung? Bin ich ja gerade irgendwo reingefahren? Bin ich gerade irgendwo in... Oh mein Gott, ey, das ist... Oh Mann, das ist schon wieder eine Folge, die müsste schon wieder verboten werden. Ey, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an, ey. Oh mein Gott, ey. Nee, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ey, das ist...
Ey, sag mal, bist du zu dumm? Oh mein Gott, ey, das schafft man sogar mit einem Dreirad hier hoch. Oh mein Gott, ey. Ey, das gibt's aber auch nicht. Hier steht ja alles wirklich im Weg. Oh, jetzt hab ich festgefahren. Sehr schön. Leck mich doch, ey. Gott, was schießt du blödes Vieh auf uns? Ey, sind hier nur noch bekloppt unterwegs oder was ist denn hier los? Ich habe echt langsam so das Gefühl, dass hier nur noch Bekloppte unterwegs sind. Und ich bin der Oberbekloppte. Sehr schön, hier ist wieder Wasser. Ach, Mann. Ey, ich geb's wirklich gleich auf. Ich geb's langsam auf. Komm, sauf einfach ab, du scheiß Auto, ey. Ey, ey, komm schon. Oh mein Gott, das ist so eine Scheiße. Ich hasse das Game. Ich hasse es wirklich. Also für mich war immer noch und bleibt immer noch der beste Teil der 3. Der Rest ist einfach zu sehr übertrieben. Die 2, Gelände 2 ist es ja genauso. Ach, hier kämpfen schon wieder ein Bär und so ein Bulle. Das letzte Mal halt auch in der 2, gell? Du schießt 3 Leute um, drehst dich rum, da stehen 5 neue da. Ist hier genauso. Du wirst von Anfang an zu Beginn, wirst du hier mit... Okay. Wirst du hier schon mit Flugzeugen beschossen? Gell, hast du noch nicht mal wirklich irgendwelche Ausrüstung, irgendwas? Na, hier wirklich, die stehen an jeder Ecke. Guckt euch das an. Okay, da hinten pimpern erstmal. Da wird erstmal gepimpert, ist auch sehr schön. Warum kann man hier nicht auf so einer Kuh reiten, ey? Ich meine, der Bulle könnte das doch auch. Ich meine, ich wäre zwar genauso langsam, als wenn ich rennen würde, aber es ist ja egal, da müsste ich wenigstens nicht rennen. Und hier geht's schon weiter, gell? Man kommt doch hier auch wirklich nirgendwo durch, gell? Man kommt hier nirgendwo durch, weil immer wieder an jeder Ecke irgendwo so ein Volltrottel steht. Und auf dich schießen tut, wirklich, hier. Und es kommt schon wieder einer von vorne. Oh ey, das Auto lenkt wirklich. Ich drück nach links und er fährt geradeaus, ne? Das ist ein Witz. Muss ich mir echt zugeben. Es ist ein Witz. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, jetzt fahren wir noch meine eigenen Leute in den Weg. Mann, ey, wirklich, ich hasse das Game. Ich hab so einen Frust schon. Ich würde wirklich am liebsten das Game einfach komplett abbrechen. Ich hab wirklich keine Lust auf das Game. Hier vorne stehen wieder welche. Mensch, hau doch mal ab. Was ist denn da los mit euch? Och, Mann. Weil die bleiben auf der Straße stehen, gell? Da hinten fährt der komische Zerstörer. Ach ne, der Verbinder heißt er ja. Lenken tun die Autos auch beschissen.
Schön, ja. Ja, in der Zeit bin ich tot. Der fährt einfach weiter. Wie soll ich denn so schnell da hinterherkommen, gell? Ach, ich da vorne bin, das ist totaler Schmutz, ey. Ach man, ich hab nichts zum Heilen dabei. Ja, würdest du mal deinen Arsch... Dann wird man noch von Hubschraubern wieder verfolgt. Oh, das... Ey, das Game, wirklich. Das gibt's doch einfach gar nicht. Okay, wir versuchen weiter unser Glück. Wir sind jetzt hier natürlich ganz woanders. Ich habe mir auch schon eine Panzerfaust geholt. Ich muss halt wirklich sagen, ich versuche das jetzt hier schon seit einiger Zeit jetzt hier, das zu schaffen, diesen Trottel hier hinterher zu fahren und diesen Trottel aufzuhalten. Man schafft es aber einfach nicht. Also, keine Ahnung, es ist zu übertrieben. Ich meine, egal wo du hinfährst, wie du fährst, der ist, keine Ahnung, der schießt dreimal auf dich. Du bist... Ach, jetzt nimmt er auf einmal eine komplett andere Route. Gerade eben davor, wo ich die andere Aufnahme hatte, ist er komplett woanders lang gefahren. Okay. Gehe ich mal gerade ganz stark davon aus, dass er jetzt woanders lang fährt. Renn da nicht hin, du dummer Köter. Oh, du bist so dumm. Oh mein Gott, ey. Ach so, das Ding explodiert doch so. Oh, scheiße. Okay. Mein Gott, das war bis hierher zu hören. Unglaublich, dass du das geschafft hast. Depp, hier sehe ich... Ach Quatsch, jeder hier schuldet dir mehr, als er je zurückzahlen kann. Die Straßen sind wieder sicher und das verdanken wir dir. Ich weiß schon, dass dich Dutch ganz schön auf Trab hält. Aber fühl dich willkommen. Wenn du mal quatschen willst, ich bin für dich da. Pass auf dich auf, Deputy. Okay. Ich habe das jetzt so oft versucht. Und dass man einfach nur frontal von den vorne in die Schnauze reinschießen muss. Dass das funktioniert. Oh mein Gott, ich habe es die ganze Zeit so immer versucht, so drauf zu schießen. So von der Seite und von hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich gehe kaputt. Ey, das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein totaler Witz. Ich habe das jetzt hier gerade so ewig versucht, gell? Versucht, das irgendwie hinzukriegen, irgendwie. Und jetzt mit einem Schlag. Okay. Scheiß die Wand an, ey. Jetzt haben wir das. Jetzt muss ich gucken, ja, wie ich das Video zusammenschneide, weil ich jetzt hier mehrere Teile habe, weil ich immer wieder abgebrochen habe und neu gestartet habe. Und da muss ich jetzt wirklich gucken, wie ich das, ja, zusammenschneide. Sehr gut. Aber ich muss ehrlich sagen, das war wirklich mehr eine Qual. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ey. Hinterher zu jagen und hinterher zu rennen und hinterher und hinterher und hinterher. Das war überhaupt nicht schön, gell? Hey, wie machen wir das jetzt nun? Das ist jetzt, ja. Haben wir denn jetzt noch irgendwie, haben wir denn hier irgendwas Spannendes? Bügbare Punkte 5, nein. Haben wir hier irgendwas Schönes?
Tritt aufs Gas. Achso, das ist, wo wir ja das Zeug einsammeln sollen. Okay, hier sehen wir, was wir alles schon geschafft haben. Nebenmission. Achso, hier unten haben wir dann sogar noch die Nebenmission. Okay, das ist mit den Feuerzeugen. Das ist ja die Konvois zerstören. Okay, Eierfeuer. Gefängnis von Hope Country. Warte mal, da gehen wir mal. Achso, da muss man. Ja, halt doch mal deine Klappe. Da müssen wir ja schon wieder dahin. Zip Kupka. Ach, das war doch dieser Drödel da, wo wir die Tiere töten mussten. Merle Briggs. Hier, Grace, bei der Lamb of God Kirche. Die Pegis. Wir könnten da vielleicht auch erstmal zu der Grace machen. Über 1000 Meter. Okay, ja, sehr gut. Oder warte mal, machen wir dann irgendwas anderes? Ich meine, wir können ja immer Silos zerstören. Ach hier, das sind die bewaffneten Konvois. Da bräuchten wir aber. Da brauchen wir. Ach so, ne, dann lass uns doch, warte mal, dann lass uns doch mal nennen. Warte mal, Munition. Gibt's denn vielleicht hier irgendwie andere Waffen, wie so ein kleinen Granatwerfer oder irgend sowas, wie so ein Handgranatwerfer? Weil sonst müssen wir nämlich wieder diesen riesengroßen hier nehmen. Ich habe damals in der 4, habe ich halt immer sehr gerne diesen ganz kleinen genommen, diesen handlichen da. Ja, das sind Faustwaffen, da gucken wir mal hier. Das ist sowas hier zum Beispiel, genau. Reichen insgesamt 6 Widerstandsstufen in beliebten Regionen, um diesen Gegenstand freizuschalten. Genau sowas Kleines hier. Genau so einen kleinen Granatwerfer. Brauchen wir. Ja, das ist bloß eine Schrotflinte. Genau dieses kleine Gerät, das wollen wir haben. Ja, dann versuchen wir das halt so mit den Konvois erstmal. Oder wisst ihr was? Das gehen wir aber dann in der nächsten Folge an, würde ich meinen. Dann, ja, ich würde sagen, die Folge war aufregend genug und sehr stressaufreibend, vor allem für mich. Also, ich habe hier immer noch Herzflattern. Und genau, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Bis dahin, haut rein!